Big Dead Brother 5, 15. Kapitel. Der große Augenblick für den Milliardär war gekommen. Ohne Vorwarnung ertönte der Lautsprecherton von Saratoga G. Pampleford zu den Kandidaten. Manche erschraken deshalb für den kurzen Moment. Auch von meiner Seite herzlich willkommen, liebe Kandidatinnen und liebe Kandidaten bei Big Dead Brother. Mein Name ist Saratoga G. Pampleford. Ich bin der Initiator dieses Spiels. Wart ihr mit dem Abendessen zufrieden? Großer Jubel brandete auf. Den Anwesenden hatte es gemundet. Pitt Bullfinger Crown, Olgov Hasilek und Deborah Greetings grüßten um einiges ausgelassener in die Kameras als Wladimir Rorschach-Stock, Samantha Billinger, Atsuko Moyashi und Paul Klint, die sich abwartender verhielten. Der Milliardär wusste, dass seine Ausführungen länger dauerten. Deshalb bemühte er sich um klare Aussprache und darum, sein wolfsähnliches Lachen zu unterdrücken. Letzteres steckte in seinem Innern, es war charaktermäßig bedingt. Bei gegebenem Anlass bahnte sich den Weg nach außen, gleichgültig, ob er dies wollte oder nicht. Auch die beliebte Dehnung des von ihm gerne so ausgesprochenen Wortes Okay ließ der Milliardär diesmal bleiben. Wie ihr aus den Teilnahmebedingungen wisst, haben wir euch diese damals nur allgemein mitgeteilt. Jetzt ist der Zeitpunkt da, euch ausführlich mit dem Rest bekannt zu machen. Nach Erklärung derselben frage ich jeden von euch einzeln, ob er oder sie noch im Spiel ist. Wer dann besser gehen will, darf dies tun. Meine Mitarbeiter fliegen ihn oder sie zum Ausgangspunkt in das jeweilige Land zurück und es gibt keine Komplikationen. Eine uns gleich ausbezahlte Garantiesumme muss derjenige, der uns vorzeitig verlässt, allerdings vorm Rückflug uns verständlicherweise wieder zurückgeben. Dies ist sozusagen sein Verlorenes. Die Summe wird einbehalten und zusätzlich dem Gewinne aufs Konto dazu addiert. Wer aber von euch die Garantiesumme annimmt, wer sich zum Bleiben entschließt, der muss bleiben und das Spiel bis zum Ende durchspielen. Habt ihr diese Regel verstanden? Saratoga G. Pampleford hielt einen Moment inne und blickte im Kontrollraum auf mehrere Monitore. An der Reaktion der Kandidaten bemerkte er, dass bisher ihm jeder gut folgen konnte. Nach einer weiteren Gedankenpause fuhr er fort: Liebe Kandidaten, auf eurem Tisch unter der Silberschale liegt ein größeres Kuvert mit dem Vermerk noch nicht öffnen. Nehme jetzt einer dasselbe und öffne es. Ihr findet darin sieben kleinere Kuverts mit jeweils eurem Namen darauf. Überreiche jetzt einem jeden das ihm gehörende Kuvert. Fangt an. Let's go. Ist ja fein, entfuhr es Samantha. Ich übernehme das. Nur zu, pflichtete er Olgov Hasilek bei. Pitt Crown zog sein breitestes Grinsen auf und nuschelte: Alright, Babes, wow. Wir alle sind sehr gespannt, was darin ist, really. Worauf du ein Wässerchen heben kannst, pflichtete ihm Wladimir Rorschach-Stock voller Ungeduld bei. Der Russe saß dicht neben dem Amerikaner und nestelte nervös an seiner schwarzen Hornbrille. Deborah Greetings und Paul Klint halfen Samantha bei der Verteilung der Kuverts. Nur eine Person saß da,
lächelte in sich gekehrt und schwieg. Zen-Schülerin Atsuko Moyashi. Sie schwieg auch dann noch, als sie ihr Kuvert in Händen hielt. Atsuko mochte insgesamt noch keine 10 zusammenhängenden Sätze gesprochen haben, trotzdem schien sie die Umstände des Zusammenkommens zu diesem Spiel auf die ihr eigene japanische Weise still zu genießen. Nachdem alle ihr Kuvert in Händen hielten, nahm der Milliardär seine Rede wieder auf. Die Umschläge, liebe Kandidaten, sind nicht verklebt. Öffnet diese jetzt bitte. Alle Kandidaten folgten der Anweisung. Jeder hielt jetzt ein Stück Papier in Händen, wie die Banken es ausstellen, worauf nur noch die Unterschrift des Empfängers fehlt. Alle trauten ihren Augen nicht. Jeder einzelne der 7 Kandidaten von Big Dead Brother hielt einen Scheck von über je 1 Million US-Dollar, ausgestellt auf seinen eigenen Namen, in Händen. Manche schluckten, einige jauchzten, andere wiederum erbleichten oder unterdrückten ihren Jubelschrei. Alle aber waren sie fassungslos. Manche vernahmen wie durch einen Schleier die Rede des Milliardärs, der weitersprach. Ich versichere euch, liebe Kandidaten, dieser Scheck ist für jeden Einzelnen gedeckt und er bleibt es. Für jeden, der bis zuletzt am Spiel teilnimmt, das ist die Garantiesumme, von der ich sprach. Diese Summe gehört jedem von euch, der das Spiel Big Dead Brother nicht vorzeitig verlässt, nachdem ich euch die Gesamtregeln jetzt ausführlicher erkläre, als dies brieflich einst möglich war. Seid ihr bereit, die genauen Regeln zu hören? Alle bejahten klar und deutlich diese Frage. Die im Hauptberuf als Psychologin tätige Deborah Greetings fragte sich selbst, ob der Milliardär seine Ausführungen zuvor ausarbeitete und sie vom Blatt las. Manches sprach dafür, anderes dagegen. Auch Paul Klint stellte insgeheim ähnliche Überlegungen an. Er war zu keinem überzeugenden Ergebnis gelangt. Schon warf Sir Tokachi Pampleford die nächste Redephalanx in die Schlacht. Wie jeder aus den Vorstellungsunterlagen ahnt, verfügt mein Imperium über gewaltige Ressourcen der verschiedensten Art. Diese Gewinne erlauben mir, ohne Einnahmen oder Vermarktung durch Werbeindustrie, dieses jetzt angelaufene Spiel Big Dead Brother für mich und meine Freunde ganz allein als Privatevent zu inszenieren, ohne Rücksichtnahme oder Kompromisse. Bevor ich genauer auf die Regeln eingehe, möchte ich allen 7 Kandidaten etwas mehr die dahinterliegende Philosophie dieses Events ebenso wie gewisse privatime Gründe besser erläutern. Mögen sich alle Kandidaten es auf den Sofas bequem machen und füllt euch die Gläser. Pitt Wolfinger Crown und Wladimir der Russe gossen jedem, der wollte, nach. 3 Flaschen guten Bordeaux hatte man bereits zum Abendessen geleert. 2 weitere Flaschen, darunter ein exzellenter Chablis, wurden soeben entkorkt und umverteilt. Härtere Spirituosen schien das Big Dead Brother Team am ersten Tag nicht auszugeben. Wer sonst könnte andernfalls noch sich Regeln merken? Es war zu vermuten, dass bereits der nächste Morgen den Kandidaten erste Spielanforderungen
und Spielaufgaben bescherte. Erwartungsvoll und neugierig blickten die Kandidaten in Richtung Kamera. Der Milliardär hatte das Auffüllen der Gläser abgewartet und deutete die jetzigen Gesten richtig. Er setzte seine Ansprache fort. Ich möchte an dieser Stelle allen einige vertrauliche Einblicke in meine Erfahrungen gewähren. Sobald mein Imperium, dank fähiger Spitzenkräfte und Statthalter, in fast allen Gegenden der Welt quasi von alleine lief, ich mich persönlich fast um nichts mehr kümmern musste, denn wozu sonst hat man einen brillant operierenden Aufsichtsrat, änderte sich plötzlich meine persönliche Einstellung zu Profit, Vermögen und zu materiellem Gewinn. Jedenfalls geschah dies bei mir so. Ich konnte nichts dagegen tun. Diese Veränderung bohrte je weiter und stärker in mir, je weniger ich dies wünschte oder beabsichtigte. Wer sich wie ich jedes irdische Gut auf Erden, das käuflich ist, kaufen kann, wer jedes beliebige materielle Ding wie Sportwagen, Rennjacht, vorzüglichstes Essen, Zeitungen, Flughäfen mit Privatjets, ganze Regierungen, Dateien, Länder, Medienfirmen, Ölfelder, Filmstudios, Stars, Privatinseln, Präsidenten, Lobbyisten, Strippenzieher hinter den Kulissen samt graue Eminenzen, von Frauen ganz zu schweigen, kaufen und diese und anderes sich leisten kann, ein solcher Mensch wird, ob er dies bewusst wahrnimmt oder nicht, ein zuletzt völlig verschiedener. So auch in meinem Fall. Ihr sieben hier Versammelte könnt mir glauben, ich habe jeden Thrill, jeden Kick, der auf Erden möglich ist, seit Jahren schon ausgekostet, geschlürft, getestet, gelebt, genossen, bis zur bitteren Neige und der Teufel allein weiß, wie lange dies gut geht. Trotz all dem, trotz riesiger materieller Erfolge, Gewinnzuwächse, Ressourcen und Marktneuerschließungen, trotz exzellenter Performances, höchster Renditen, geglückter feindlicher Übernahmen, Börsenbeherrschung und bester Aktienprognosen, trotz all dem, oder vielleicht gerade deshalb, empfinde ich immer häufiger in mir selbst eine grandiose Lehre. Es handelt sich um eine solch gewaltige Lehre, von der sich ein Außenstehender keinen Begriff macht. In meiner früheren ersten Lebenshälfte zählte ich selbst, wie kein zweiter, zu den nach höchstem Erfolg strebenden, zu den dynamisch erfolgreichen, zu den Ellbogenlenkern, man hätte mir 10 weitere Ellbogen anmontieren können, ich hätte sie gut gebraucht und gut angewendet. Jetzt aber, in meiner zweiten Lebenshälfte, kehrt mit immer schärferer Klarheit in meinem Innern eine Wahrheit wider, die, ich versuchte es früher viele Male, sich heute einfach nicht mehr verdrängen lässt. Und diese Wahrheit, liebe Kandidaten, lautet: Wirtschaft als alleiniges Lebensziel, als alleiniger Lebensinhalt betrachtet, ist eine tödliche
Völkerruinierende Krankheit. Denn unendliches ökonomisches Wachstum passt nicht in eine endliche, zerbrechliche, ressourcenbegrenzte, fragilen Gefahren aller Art ausgesetzte Welt. Dass wirtschaftliche Prozesse nicht alleiniger Lebensinhalt sein dürfen, ist der Menschheit von allen ihren großen Lehrern gesagt worden. Dass sie es nicht sein können, zeigt sich heute. Um mich abzulenken von dieser für mich entsetzlichen, mein ganzes geschäftliches Sein erschütternden Wahrheit, auch um meine später entstandenen schweren psychischen Indispositionen in den Griff zu kriegen, entschloss ich mich, wie gesagt, als Ablenkung, neben mehreren Versuchen anderer Art, diese Privatspiele, den Big Dead Brother Event, durchzuführen. Mich interessiert überdies brennend, die Psyche des Menschen allgemein besser und tiefer kennenzulernen. Und ich meine hier jene Psyche, die nichts mit dem Wirtschafts- oder Geschäftsleben zu tun hat. Wie weit beispielsweise ihr, die Kandidaten, bei den vor euch liegenden Anforderungen und Spielaufgaben zu gehen, bereit seid. Ich möchte erfahren, was geschieht, wenn der Mensch völlig anderen und geänderten Regeln gegenübersteht, darauf reagieren und damit leben muss. Anders gesagt, was geschieht, wenn der Mensch sich unter geänderten, auch extremen Bedingungen völlig neu sortieren muss. Aus diesem Grund lud man euch sieben unter vielen übrigen Bewerbern als Kandidaten bei uns ein, damit ihr euch hier, wie ich hoffe, gut bewährt. Der Veranstalter des Big Dirt Brother Events trat von seinem Mikrofon zurück und hielt einen Augenblick lang inne. Er und seine Mitarbeiter beobachteten per Monitor, wie die Kandidaten auf die längere Ansprache des Milliardärs reagierten. Jeder von ihnen schien über das Vorgetragene überrascht. Manche Zuhörer schwiegen. Andere wiederum, die beieinander saßen, die Engländerin Deborah und Samantha aus Österreich, flüsterten zusammen. Keiner außer den beiden wusste, worüber. Auch Sir Togachi Pampleford enträtselte nicht, worüber die zwei Frauen sprachen. Außer ihm befanden sich UT und Griffiths Day, die beiden Computerexperten, sowie Brad Atkins, der Privatsekretär, erster Assistent und Bodyguard Pampleford's mit dem Raum. Der bequeme Sessel, in dem vor noch gar nicht langer Zeit Françoise Belcoeur, Pampleford's Geliebte, gesessen hatte, stand jetzt leer. Der Milliardär schien lange genug gewartet zu haben. Er räusperte sich kurz, ehe er den Faden wieder aufnahm. Auffallend war, dass jedem unbeteiligten Beobachter die jetzige Redeweise des Milliardärs im Vergleich zum vorherigen Privatgespräch wie verwandelt vorkam. Pampleford unterdrückte erfolgreich sein Wolfslachen. Er sprach korrekt, sachlich, ohne Extremdehnungen. Schwer zu fallen schien ihm, auf Anflüge
europäischer Ausführlichkeit zu verzichten, was von seinem einst in Italien verbrachten Jahr herrührte. Ich erkläre euch den Kandidaten nun die genaueren Regeln des Spiels Big Dead Brother. Es handelt sich quasi um die Regeln aus dem inneren Kreis, die ihr nirgendwo festgeschrieben finden werdet, und dennoch existieren sie. Was das etwaige vorzeitige Ausschalten eurerseits betrifft, erinnere ich daran, dass jeder von euch mit seiner Eingangsunterschrift sich verpflichtet hat, beim Hinaustreten in die Welt strengstes Stillschweigen zu bewahren über alle, die während seines Aufenthalts hier erlebten Dinge. Ich möchte alle Kandidaten an diese Verpflichtung noch einmal ausdrücklich erinnern. Eine Nichteinhaltung derselben könnte ernsteste Konsequenzen nach sich ziehen. Paul Klint zuckte innerlich zusammen. Sein Beruf schrieb ihm vor, diese Verpflichtung später beispielsweise unter Verwendung eines Pseudonyms zu umgehen, um der unterschwelligen Drohung seiner Worte stärkeres Gewicht zu verleihen, stoppte der Milliardär einen kurzen Augenblick. Gleich danach fuhr er fort. Nun zu den Regeln selbst. Alle Kandidaten müssen erfolgreich in einem festgesetzten Zeitraum auf wechselnde Areale 5 große Hausaufgaben bewältigen. Die exakten Anforderungen dieser Aufgaben werden jedem von euch zuvor schriftlich übermittelt bzw. euch vorgelesen. Ruhetage zwischen den einzelnen Etappen sind auch vorgesehen. Die erste Aufgabe lautet die Zähigkeit der Dohle. Die zweite Aufgabe heißt die Schnelligkeit des Geparden. Die dritte Aufgabe ist die Süße des Pfaus. Aufgabe Nummer 4 lautet die Unberechenbarkeit des Tigers. Aufgabe Nummer 5 heißt die Eiseskälte der Harpie. Weiter kann vorkommen, dass in den Tagen zwischen den Hauptaufgaben kleinere Nebenaufgaben von Fall zu Fall erfolgreich gelöst werden müssen. Alle Kandidaten dürfen auch während schwerer Aufgaben den zugewiesenen Bereich von Big Dead Brother nicht verlassen. Das Areal selbst, manche werden es beim Landeanflug bemerkt haben, ist sehr, sehr großzügig angelegt und übrigens bestens gewacht und gesichert. Diese Maßnahme dient auch dem Schutz jedes einzelnen Kandidaten, denn wir dulden keine ungebetenen Zaungäste oder gar Besucher auf unserer Spielfläche. Auf den Schlusssieger wartet zusätzlich zu der bereits jetzt schon ausgehändigten Garantiesumme eine Spezialbelohnung, die alles andere in den Schatten stellt, was jemals bei Gewinnshows oder bei Gewinnspielen ausbezahlt worden sein dürfte. Also anstrengen, liebe Kandidaten, mehr darf ich momentan nicht entschlüsseln. Bevor ich jeden Einzelnen nun von euch frage, ob ihr weiterhin im Spiel bleibt und somit jeder von euch die 1 Million US-Dollar behalten darf, möchte ich alle Kandidaten noch einige Schritte vertrauter mit der Gesamtnatur
der nun bald folgenden Aufgaben und Spiele machen. Diese Ausführlichkeit muss sein, schließlich werdet ihr gut bezahlt und es geht um einiges. Ich verheimliche euch, Kandidaten, nicht, dass ich bei solch Gewinnsumme selbstverständlich auch extremere Spiele darunter befinden. Spiele, die beispielsweise nicht für öffentliche Ausstrahlung geeignet sind. Ihr versteht? Ich möchte die menschliche Natur derart austesten, bis zu dem letzten Punkt, jenem geheimnisvollen, in der eigenen Seele verborgenen Grenzpunkt, wo die Abfolge der Zustände, Empfindungen, Geschehnisse sich eventuell umkehrt, wo Unmögliches möglich wird, wo Unwahres zu Wahrem sich wandelt, wo nie Geglaubtes und nie Gedachtes plötzlich entschieden denkbar und Realität zu werden beginnt. Ich erhoffe mir durch dieses extreme Auskitzeln, das leider auch Gefahren mit sich bringt, ja, bringen muss, ein authentisches Abnehmen der Seelenmasken mir vorzuführen, um mich später daran zu ergötzen, davon zu lernen, dem Sammeln akustischer Masken eines Wiener Schriftstellers aus dem vorigen Jahrhundert vergleichbar. Ich wüsste kein besseres Mittel, um mir den verloren gegangenen Thrill durch Veranstaltung eben jener Privatspiele zurückzuerobern. Exakt wie es damals auf ähnliche Art, aber um wie viel gewaltiger, monumentaler, kolossaler die Cäsaren, Imperatoren und Herrscher von Hellas und dem alten großartigen Rom es bedingungslos, radikal durchführten und taten. Ich benötige solch Besonderes. Ich mag die Aufregung und die Spannung dabei. Jenes Unvorhersehbare, das noch nie Dagewesene. Ich beabsichtige auf diesem Weg, meine kränklichen Depressionen, meine Langeweile trotz geschäftlichem Erfolg, meine Unlust und meinen Unmut, den bisher weder Sexualität noch Reichtümer bleibend und dauerhaft kurieren können, erfolgreich abzustellen und zu beheben. Vielleicht am besten ein für alle Mal auf diese Weise, wer weiß das schon. Zu drohenden Gefahren sei gesagt, dass unsere Betreuer und das gesamte Team beste Vorkehrungen treffen, um möglichst allen Eventualitäten vorzubeugen. Solches kann ich versichern. Für alle Kandidatinnen, für alle Kandidaten wird bestens gesorgt. Es sollten weiterführende Fragen auftauchen, werden sich meine Mitarbeiter sehr bald um Beantwortung derselben kümmern. Dieses Spiel heißt aus zwei Gründen Big Dead Brother. Den ersten Grund erkläre ich sofort. Grund Nummer zwei erfahren alle Kandidaten etwas später.
Big Dead Brussel führt aus folgendem Grund das Wort Dead im Namen. Nach jeder erfolgreich bewältigten Hauptaufgabe durch den Sieger der Gruppe wird für die gesamte Gruppe eine gewisse Anzahl Kameras, die zuvor auf Haussendung waren, abgeschaltet, also auf Dead gestellt. Ähnlich dem im spirituellen Sinn übertragenen Motto, was da lautet: Wenn du Buddha auf der Straße triffst, töte ihn. Könnte man hier sagen, wenn dich Big Dead Brasser abfilmt, dann töte ihn mit überragender Leistung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. Ruhe und Konzentration herrschte jetzt bei den Zuhörern. Ein allgemeines Nicken war bemerkbar. Manche der weiblichen Teilnehmer hatten vor Aufregung, Vorfreude oder war es der Promillesatz des Weines, eine rötlich bis leicht grünlich veränderte Gesichtsfarbe bekommen, was auch möglicherweise mit den Sätzen über drohende Gefahren zusammenhing. Die männlichen Kandidaten, von einem abgesehen, machten einen gefassteren Eindruck. Sie schienen Gefahren gewöhnt. Schon fuhr der Veranstalter mit seinen Erklärungen fort. Bei unserem Big Dead Brasses Spiel existiert übrigens keine Live-Schaltung nach draußen in die Welt. Es gibt auch weder Nominierung noch Hinauswählen. So viel zum formalen Ablauf. Dafür bieten wir, ich verspreche es, ganz andere Überraschungen der Gruppe an. An eurem Nicken und in euren Gesichtern erkenne und sehe ich, dass ihr die Regeln bis hierher soweit verstanden habt. Okay, das ist gut so. Ich komme jetzt zur Befragung von jedem Einzelnen, ob ihr weiterhin im Spiel seid. Was bedeutet, dass ihr dann die 1 Million Dollar behalten dürft? Seid ihr ready, mir zu antworten? Alle 7 Kandidaten nickten und erklärten sich durch Winken und Ja-Rufe bereit dazu. Ich frage zunächst den Kandidat aus meiner Heimat Amerika. Pitt, bist du im Spiel? Yeah, sure, Mr. Pampleford. Great honor, antwortete Pitt Bullfinger Crown. Saratoga G. Pampleford nickte befriedigt und machte ein Häkchen auf der Liste, die vor ihm lag. Dann fuhr er fort. Ich frage Russland, Wladimir, bist du im Spiel? Mit dem allergrößten Vergnügen, entgegnete Russia Stock. Pampleford notierte Häkchen Nummer 2. Ich frage das United Kingdom, Deborah, bist du im Spiel? Yes, indeed. I'm looking forward to it, Mr. Pampleford, antwortete die Engländerin Deborah Greetings entzückt. Ich frage Japan. Atsuko, bist du im Spiel? Vielen herzlichen Dank, Senji. Sehr, sehr gerne, bekräftigte die zierliche Japanerin und beging vor Aufregung mehrere Aussprachefehler, um sich gleich danach dreimal in Richtung Lautsprecher zu verbeugen. Ich frage die Tschechei. Olgov, bist du im Spiel? Ein klares Ja, Herr Pampleford, antwortete Olgov Hasilek. Ich frage Österreich. Samantha,
Bist du im Spiel? Wo? Ich bin aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich zittere. Wie bitte? Samantha, bist du im Spiel? Ach, im Spiel, freilich, gern. Herzlichst Dankeschön, stieß die Österreicherin noch rechtzeitig hervor. Eine kleine Unterbrechung entstand, weil der Veranstalter kurze Bemerkungen auf die Liste schrieb. Dann fuhr er fort. Ich frage Deutschland. Paul, bist du im Spiel? Unmissverständlich ja, Mr. Pempleford, ich bin dabei, antwortete als letzter Paul Clint. Es hätte nur wenig gefehlt und Clint hätte die Hacken zusammengeknallt. Ein alter Reflex aus dunkeldeutscher Vergangenheit. Ein möglicher Fehler, der Clint glücklicherweise nicht unterlief. Die Pause zog sich hin. Keine Silbe drang aus dem Lautsprecher. Schließlich verabschiedete sich Milliardär Sir Togaji Pampleford mit einer gewissen freudigen Erregung in der Stimme von seinen nun fest eingebundenen Mitspielern. Ich gratuliere nochmals jedem von euch zum Erhalt von je 1 Million US-Dollar. Morgen bereits beginnt Big Dead Brother mit der ersten Hauptaufgabe. Ich bitte um Verständnis, dass deshalb in 30 Minuten das Signal zur Bettruhe ertönt. Ich wünsche allen noch einen angenehmen Abend sowie guten Schlaf. Das ganze Team schließt sich meinen Wünschen für euch an. Auf Wiederhören und bis morgen. Ohne Knacken endete die Rede des Milliardärs. Keiner hatte Pemplefords Gesicht gesehen. Sieben Kandidaten aus sieben verschiedenen Ländern warteten ungeduldiger denn je auf den folgenden Morgen. Dass einer von ihnen das Ende der Spiele nicht lebend erreichte, vergaß Mr. Saratoga Jim Pempleford leider zu erwähnen. Sechzehntes Kapitel. Ein neuer südfranzösischer Morgen blühte über dem Schloss auf. Ein Morgen, der bald zeigen würde, wer die erste Hauptaufgabe glänzend zu lösen imstande war. Zuvor jedoch wartete auf die sieben Kandidaten ein opulentes Frühstück. Der Umstand, mit welcher Sorgfalt und Üppigkeit zahlreiche Kellner und Serviermädchen den sieben Kandidaten auftischten, im selben Saal, wo man gestern die Abendgänge reichte, konnte den Verdacht nahelegen, dass die Lösung eventuell der ersten Hauptaufgabe keine einfache Sache war. Die Bewohner ihrerseits verschwendeten an solch Gedanken, momentan zumindest, keine Sekunde. Ihr Herz erfreute sich an Rührei und Spiegelei mit Ham und Bacon, an Roastbeef, Geflügelbrust, Hummerfleischstückchen, an Orangen, Grapefruit und Mangosaft, an Kaffee und Tee, Evian, Perrier, fünferlei Konfitüren, darunter auch bittere Orangenmarmelade, Erdnussbutter, Haselnusscreme, an Sushi-Forellen, Thunfisch und Lachshappen, Schrimps, Garnelen, auch Kalamari-Salat stand bereit, sowie diverse Fruchtmüsli-Sorten an Milchprodukten und frischem Obst, dazu vielerlei edle Wurst- und Käseaufschnitte, reichhaltigste Backwaren, Toast, echte Holzofenbrote und Baguette, sowie ein Antipasti, Olivenfeta und feinsten griechischem Ziegenkäse. Welcher Magen war für solch alles geschaffen? Völlig unbeweglich und einer Statue gleich hielt eine hübsche, dunkelgelockte Servierin auf einem Extratablett eine Schale mit sieben besonders verlockend aussehenden Croissants bereit. Noch immer rührte die Servierin sich nicht von der Stelle,
und bot keinem der Kandidaten aus ihrer Schale etwas an. Die Kandidaten ihrerseits beäugten sich anfänglich etwas misstrauisch, wenn auch keiner von ihnen solches gerne zugab. Inwieweit jeder Mitspieler am superben Frühstücksbankett sich gütlich tat. Auch interessierte sie, welch Menge an Speisen der oder die andere jeweils davon zu sich nahm. Wäre beispielsweise mit der Hauptaufgabe eine nachfolgende sportliche Übung verbunden, wäre naturgemäß derjenige Teilnehmer im Vorteil, der sich auffällig beim Essen zurückhielte. Aber weshalb hätte man dann bei der Frühstückszubereitung sich derartig Mühe gegeben, wünscht der Veranstalter den Kandidaten zu zeigen, wie Milliardäre speisen? Ein jedes Fünf-Sterne-Hotel vermochte dies beinahe auch. Nein, es war sicher gewollt und musste sein Richtiges haben, dass jeder der Kandidaten das köstliche Frühstücksbuffet genoss. Wer wusste, wie lange die erste Hauptaufgabe dauerte und wann wieder Zeit für eine Mahlzeit blieb? Einzig die Japanerin Natsuko, bedingt durch andere Esskultur und geringe Körpergröße, hielt sich vornehm zurück. Sie genoss dennoch mehrere Speisen, speziell die Sushi- und Shrimpshäppchen hatten es Satsuko angetan. Was den Fischverzehr anlangte, unterstützte sie Samantha darin. Auch die männlichen Kandidaten schienen es zufrieden. »Es schmeckt Mütterchen Russland besser als im Kreml«, lobte Wladimir Rostock. Er verzehrte soeben seine dritte Scheibe Rostbeef. »Wer möchte noch Kaffee oder Tee?«, fragte Olgow, der beide Kannen in Händen hielt. »Bitte Tee«, hauchte Atsuko Moyashi, deren Aussprache viele gegen ihren Willen hin und wieder durchbrach. »Aber null halb voll, bitte.« »Kaffee, please«, platzte Pitt Bullfinger Crown dazwischen. »Mir bitte voll machen, thanks.« Hasilek spielte weiter den Kellner. Der Tscheche zwinkerte dabei den Angestellten von Big Dirt Brasser zu und diese ließen ihn gewähren. Alle Servierkräfte hielten sich, nachdem alles aufgetragen, dezent zurück. Auch den übrigen Kandidaten schien es zu schmecken. Pitt Bullfinger Crown, der Amerikaner aus Austin, Texas, nahm einen weiteren Schluck Kaffee und strich zufrieden über seinen Bauchansatz. Pitts Bauch konnte die 123 Kilo Lebendgewicht und einer Körpergröße von 180 Zentimeter niemand auf Dauer verborgen bleiben. Sein Stirnacken ähnelte der Halspartie eines ehemaligen Berufskollegen von ihm, dem US-Boxer, der unter dem Namen Butterbean bei vielen amerikanischen Boxfans bekannt ist. Bullfinger unterdrückte einen Rübser, was ihm nur zur Hälfte glückte. Zeichen dafür, dass er mit dem Breakfast zu Ende kam. Satt geworden, stieß er gähnend hervor. »Delicious! Wisst ihr, nur zwei Dinge habe ich vermisst.« »Und die wären?«, fragte Paul Clint neugierig. »French Fries und Heinz Ketchup.« »Du hättest vielleicht vorher darum bitten sollen«, schaltete Samantha sich ein. »Oh yes, I know. Well, diesmal ging's auch ohne.« Deborah bemerkte, »Man will ja nicht unverschämt sein, bei solch toller Bewirtung, nicht wahr?« Pitt Bullfinger Crown nickte zustimmend. Bullfingers Stirnacken stammte aus einer anderen Zeit.
Er war früher mehrere Male regionaler Boxmeister gewesen, hatte diverse Preise und Gürtel bekommen, bis sein Hauptverband wegen aufgeflogener Schmiergelder abstürzte und pleite ging. Sein Verband schuldete ihm seit damals Geld. Bis heute hat er nichts davon erhalten. Aus dieser Zeit stammte seine Vorliebe für Goldschmuck. Heutzutage trug er gerne zwei Goldketten und drei Fingerringe. Auch der am rechten Ohrläppchen getragene Ring in Form eines Boxhandschuhes war bei genauerer Betrachtung nicht zu übersehen. Pitts favorisierte Frisur bildeten seine 2 Zentimeter langen, blond gefärbten Mackie-Stoppeln, die seiner Ansicht nach am besten zu seinen 33 Lebensjahren passten. Auf familiären Anhang hatte Pitt Bullfinger Brown nicht. Seine beiden Eltern waren zeitig gestorben. Niemand wusste genaueres über sein Privatleben, dass er nach Ausscheiden aus dem Boxsport jenseits der Öffentlichkeit lebte. Eine Affäre mit dem Starlet Ginger Lynn war früher bemunkelt worden. Sie hatte ihn später ausmanövriert, als sie zwecks Verhinderung einer hässlichen, an die Journale weitergereichten Home Story exorbitante Beträge von ihm zu erpressen suchte. Seither war er misstrauisch geworden. Von da an steckte er öfters in Geldnot. Deshalb wurde Pitt Bullfinger Crown einer der Kandidaten von Big Dead Brother. Er hatte Glück gehabt, dass man ihn nahm. Circa 30 Minuten dauerte es, bis die hübsche, dunkelgelockte Dame von Big Dead Brother, jene, die bisher statuengleich die Schale mit den Croissants völlig unbeweglich den geretteten Äpfeln der Hesperiden vergleichbar in Händen hielt, an jeden der Kandidaten von hinten herantrat und jedem Einzelnen mittels einer silbernen Gepäckzange ein Croissant aus der Schale reichte. Geheimnisvoller wurde die Angelegenheit dadurch, dass die dunkelgelockte Servierschönheit dabei jedem gut vernehmlich zuflüsterte: Big Dead Brother bittet dich, iss dieses Croissant selbst. Falls du satt bist, koste wenigstens ein Eck. Jeder Bewohner hatte sein Croissant auf dem Teller liegen. Alle Gespräche waren verstummt. Alle Teilnehmer zeigten Anflüge von Erstaunen wegen der ausgesprochenen Bitte nach Selbstverzehr, als ob irgendwer etwas anderes vorgehabt hätte. Fragen standen im Raum. Bei genauer Betrachtung musste jeder Kandidat zugeben, selten gab es verlockender aussehendes Backwerk. Selbst an dieser reich gedeckten Tafel, als jene 7 goldbraun und röstfrisch glänzenden Croissants. Dies muss sein Hausrezept sein, gluckste Samantha leise vor sich hin. Genau wie die Germknödel und der Ballertschinken bei uns daheim. Sie wollen, dass uns das keinesfalls entgeht. Die meisten machten jetzt Anstalten zum Verzehr. Halt, bitte wartet mit Reinbeißen. Es war Olgow, der Tscheche, der die Tafel plötzlich unerwartet unterbrach. Hasselig strich fahrig durch sein kurzgeschnittenes schwarzes Haar. Er fixierte für einen Moment jeden in der Runde mit seinen grünen Augen. Pitt Bullfinger wollte eben hineinbeißen und setzte gerade noch rechtzeitig ab. Überrascht murmelt er: What's up? Ich kombiniere. Mir scheint, dass vielleicht jedes Croissant für jeden von uns eine kleine Überraschung bereithält. Wie denkt ihr?
fragte Olga auf die ganze Runde. Ha, richtig! Vielleicht befinden sich weiße lebende Mäuse darin, lächelte Clint der Deutsche. Wenn wir hineinbeißen, kommen sie frei und wir müssen sie fangen. Ja, und das ist dann unsere erste Aufgabe, nahm Deborah den Gesprächsfaden auf. Sie vollzog den Augen zu einer Mäusegrimasse, ruderte mit kleinen Stummelarmen tapsig umher, den flinken Mäusegang imitierend, und erntete schließlich allgemeines Gelächter. Erst jetzt löste Deborah Greetings die Maske und schmunzelte vergnüglich mit. Wladimir Rostostok hatte bisher geschwiegen. Der Russe lachte herzlich mit, wurde aber sehr schnell wieder ernst. In unserem Land wären es rote Mäuse und sie kröchen nach Wodka-Einkauf, um der Verhaftung und Einweisung in den Mäusegulag zu entgehen, ganz schnell wieder in ihre Croissant-Datscha hinein. Aber was die Hauptaufgabe angeht, jetzt im Ernst, Rostostok machte eine Pause, zirbelte an seinem Bart und rückte die schwarze Hornbrille zurecht, ehe er fortfuhr. Bei Mamuschka, was die erste Hauptaufgabe angeht, glaube ich nicht, dass diese so einfach sein wird. Der Geruch meiner Nase gibt mir das heute ein. Man wird sehen. Eine gewisse Spannung hatte sich durch Rostostoks Worte aufgebaut. Die Japanerin Atsuko Moyashi unterbrach selten genug ihr Schweigen. Habt ihr bemerkt, auf jedem Croissant seien oben so etwas wie Luftloch? Yeah, sure, of course, antwortete Bit Bullfinger. Das Luftloch ist dazu da, damit das Klapperschlangenbaby, nachdem es die rote oder weiße Maus gefressen hat, genau weiß, wo es die Rassel durchschieben muss, um gehört zu werden und um rauszubrechen in die Welt, you see? Ein Gelächter blieb aus. Nur wenige schmunzelten. Texanischer Humor schien, seit Änderung gewisser Weltumstände, nach Aussprechen oft zu gefrieren. Noch keine hatte zugebissen. Stattdessen musterte jeder neuerlich das Luftloch oben auf jedem Croissant. Alle Löcher mochten auch zufällig beim Backen entstanden sein. Wer konnte es wissen? War solches überhaupt wichtig? Wie war Folgendes zu erklären? Mit Ausnahme der Dame, welche die Croissants überreichte, warum hatten alle Servierkräfte von Big Dad Brasser den Frühstückssaal plötzlich eilig verlassen? Niemand wusste darauf eine befriedigende Antwort. Weshalb wurde ein scheinbar so alltäglicher Vorgang wie das Verspeisen von 7 Croissants derart wichtig genommen, dass jeder Kandidat deutlich das Gefühl verspürte, die eine verbliebene Servicekraft sei nur noch aus einem einzigen Grunde eventuell mit dem Raum, aus Überwachungsgründen? Um vielleicht die unbekannt bleibenden, unsichtbaren, niemals ganz zu enthüllten Regeln, ein Prozedere, von dem damals niemand auch nur im Entferntesten ahnte, wo es hinführen sollte, damit dieser ganze jetzt einmal eingeleitete Vorgang ohne Hinderung und Friktionen korrekt weiterlief? Und sei es bis zum bitteren Ende? Nicht selten, durchfuhr es Paul Klint, begannen auch in der Weltgeschichte die verhängnisvollsten Ereignisse zunächst mit einem großzügigen, feudalen Essen. Quod erat demonstrandum. Ungeduldig stand Deborah Greetings vom Stuhl auf und ergriff das Wort. Nun, ich möchte einen Vorschlag machen, wie wir vielleicht das Rätsel lösen können. Die Engländerin, von Beruf Extrempsychologin, wirkte mittelgroß,
bei drahtig sportlicher Figur. Ihre Gesichtszüge grenzten ans Hagere. Seit man auf Kinderfotos sie erkannte, trug Deborah ihre dunkelbraune Haare lang und in der Mitte streng gescheitelt. Greetings Augenfarbe war, von gewisser Entfernung aus betrachtet, undefinierbar. Aus der Nähe gesehen und bei günstigem Lichteinfall mochten ihre Augen bernsteinfarben sein. Als Alter nannte sie 32 Jahre. Es hatte den Anschein, als wolle Deborah Greetings bei Tisch eine Rede halten. Wie manche von euch schon wissen, bin ich Psychologin von Beruf. Mein Schwerpunkt ist auch Motivationstraining. Ein Motto meiner Arbeit lautet: Packen wir den Stier bei den Hörnern. Ein anderes heißt, aber ich möchte euch keine Angst machen, Gift bleibt Gift, auch wenn es in Silberpapier eingewickelt ist. Damit will ich nun nicht andeuten, dass sich etwa in den Croissants Gift befände, versteht ihr? Ein schneller Blickkontakt zu der einzigen weiterhin von Big Dead Brasse im Raum sich befindenden Dame, die jetzt verneinend den Kopf schüttelte, überzeugte die Engländerin, dass gefahrlos von den Croissants zu kosten sei. Die übrigen Bewohner verfolgten diesen wortlosen Dialog, manche fassten Mut. Niemand hatte ernstlich Furcht verspürt. Vergiftete Kandidaten waren schlechte Teilnehmer. Was ich sagen will ist, setzte Deborah nach, was haltet ihr von folgendem Vorschlag? Deborah hatte sich als Motivationstrainerin eingearbeitet und war jetzt fast völlig in ihrem Element. Wir stehen jetzt bitte alle auf und jeder macht mit seinem Croissant nach, was ich vormache, einverstanden? Übereinstimmende Mimik mit Ausnahme von Azuko, der Japanerin. Bitte, ich erst wissen wollen, was du bitte vorschlagen, ich bitte um Verzeihung dafür. Deborah strich eine Haarsträhne aus dem Gesicht, blickte lächelnd in Richtung Moriyashi und sprach: Vertrau mir, Azuko. Die Japanerin lächelte zurück und schien zu verstehen. Speziell als sie sah, dass auch die Dame von Big Dead Brasse keinerlei Einwände hatte. Samantha sah Paul an, Wladimir nickte Olgov zu, Pit Bullfinger zwinkerte in Richtung Azuko, deren Geste andeutete, dass auch die Japanerin sich daran beteiligte. Wie auf geheimes Kommando erhoben sich die restlichen Kandidaten von ihren Stühlen. Deborah fuhr fort, indem sie jeden kurz freundlich lächelnd anblickte. Alle nehmen bitte ihr Croissant in die Hand. Bitte mir nachmachen. Fast gleichzeitig ergriff jeder der Bewohner sein Gebäck. Es hatte etwas von Knickes, wie esse ich richtig? Deborahs Lächeln hielt an. Frauen lächeln stets, sobald man deren Anweisungen befolgt. Was sollten die Kandidaten noch anderes tun? Das von Big Dead Brasse überreichte blätterteiggebackene Geheimnis musste gelüftet werden. Und jetzt, Deborah war wieder im Element, es fehlte nicht viel und man könnte die Engländerin für einen Maulwurf der Panem et Circenses Produktion halten. Beißen wir alle sehr vorsichtig zur selben Zeit hinein. Okay, ich zähle. Ready, steady, go. 7 spezielle Croissants wurden fast simultan, nur Azuko zögerte anfangs etwas, in 7 überhaupt nicht mehr hungrige Kandidatenmünder geschoben. 7 mal 2 Zahnreihen begannen vorsichtig,
den Croissant-Teig zu zerkauen und zu zermalmen. Alle standen aufrecht vor ihrem Teller, am Tisch kauend, mampfend, kleinen Brösel nachblickend, die nach unten segelten. Die Komik der Situation war nicht zu übersehen. »Umpf, ich spür etwas«, sprach verzerrt Pit Bullfinger. »Ich auch«, stieß Samantha gedehnt hervor. »Vorsicht, unsere Zähne«, warnte Wladimir mit halbvollem Mund. Niemand aß sein Croissant auf. Auch die anderen waren erfolgreich. Es gab bei dem Spiel anscheinend keine Nieten. Nach kurzer Zeit hatte jeder Kandidat sein Croissant so weit freigelegt, dass alle ein etwa Männerdaumengroßes, in durchsichtiges Plastik eingeschweißtes Stück noch undefinierbaren Materials neugierig in Händen hielten. Es sei gleich vermeldet, dass es sich hierbei nicht um ein Präservativ handelte. Eine innerhalb der Plastikhülle sich befindende Schrift las: Öffne und gut aufbewahren. Alle sieben Kandidaten taten wie geheißen. Eine gewisse leicht enttäuschte Verwunderung machte sich noch vor Öffnen der Folie im Raume breit. Eventuell hatten die Frauen Diamantohrringe erwartet, die Männer Rolls-Royce, Zündschlüssel oder ähnliches. Stattdem hielt jeder Teilnehmer jetzt solch Gebilde in Händen, drehte es, spielte damit, welches fraglos einem Filzstumpf ähnelte. Jeder Filzstumpf war mit einer Ausnahme von rosiger Farbe. Er schien aus einer festen Art spezieller Watte zu bestehen, die aber im Gegensatz zu herkömmlicher Watte beim Wegziehen sich nicht ablöste noch faserte. Es schien sich um eine für einen ganz besonderen Zweck präparierte Watte zu handeln. Einzig die Farbe von Paul Klints Filzstumpf leuchtete statt rosa schwarz. Weshalb dies so war, wusste vorerst niemand. Fragen hierzu verbot sich, ungebührliche Neugier war selten von Nutzen. Einer der osteuropäischen Kandidaten machte an dieser Stelle einen hier besser nicht wiedergegebenen Witz im Flüsterton, was den möglichen Verwendungszweck dieses Filzes anlangte. Daraufhin begannen er und der Nachbar zu lachen. Hätten die beiden Lacher den wahren Verwendungszweck des Filzes gekannt, das Lachen wäre ihnen, wie allen anderen Kandidaten auch, im Halse stecken geblieben. So aber prusteten die zwei weiterhin leise fröhlich los. Sancta Simplicitas. Paul Klint wunderte sich. Speziell verwundert war er über die abweichende Farbe seines Geschenks. Er konnte sich bisher keinen Reim drauf machen. Noch nicht. Alle sieben Bewohner blickten jetzt fragend. Die einzig übrig gebliebene, hübsch dunkelgelockte Dame von Big Dead Brother an, die soeben in ihr Mobiltelefon gesprochen hatte: Das Geschenk ist serviert. Kommt bitte und räumt ab. Zur versammelten Runde gewandt, dabei unergründlich lächelnd, mit dunklen, feurig blitzenden Augen, sagte die Dame in einem etwas zu monotonen Tonfall: Liebe Kandidaten, das gefundene Teil bitte gut aufheben. Alles wird gebraucht. Ich wünsche jedem einen schönen Tag, viel Glück. Sprach's und schon entschwand die Dame mit kurzer Verbeugung
aus dem Raum. Fortsetzung folgt.